Assassin's Creed 2. Juhu! Abmarsch! Jawohl, endlich! Ja, nach dem ersten Teil widmen wir uns jetzt endlich dem zweiten Teil. Jetzt kommt natürlich eine ganz neue Story mit rein und ich meine, das Spiel, Ubisoft hat da einfach was richtig Geniales gemacht. Und deswegen starten wir mit dem Story-Modus. Ich habe noch nichts erstellt. Ich habe auch nicht meine alten Profile geladen. Das Spiel schon mal durchgespielt. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Okay. Das ist seine Geschichte. Und wir sind natürlich direkt mittendrin. Oh, jetzt ist alles ein bisschen besser beleuchtet als beim letzten Mal. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Der Grafiksprung. Alter Vater. Alter, puh. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay. Auf jeden Fall okay. Sieht schon krass anders aus. Also auch Lucy ist viel detaillierter. Desmond ist, war ja schon so relativ detailliert und Subjekt 17. Desmond Miles. Sequenz. Nee, Subjekt 16. Vertraulich, was? Von relevanten Erinnerungen? Erinnerungszuordnung gefunden. Zugriff auf Erinnerungen. Ah! Wow. Sind wir in Italien? Nochmal! Sì, sì, brava! Es ist ein Junge! Oh, Liebling! Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni! Meine Liebe! Alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Okay. Man muss gefühlt alles drücken, oder was? Nice. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ezio.
Und damit beginnt die Ezio-Saga. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Abfahrt. Und das so schnell wie möglich. Wie? Ah, Rechtsklick ist Rennen hier, okay. Und wir kommen hier wirklich raus? Voll dran gewöhnen. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Ja, alles Waschbeton. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Hey, hier drüben. Schick. Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Wow. Heilige Scheiße. Was ist denn jetzt los? Alter, was ist mit Lucy los? Sieh dir das an. Also es ist, wer ist das, wer ist hier nochmal? Black Widow? Also jetzt so eine Marvel-Film oder was ist? Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Wie viele? Bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Alles klar. Ich glaube, das ist nicht so gut. Vorsicht. Ich kann gerade nicht rennen. Ah. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Okay. Ich laufe hinter ihr her. Ist das ein Animus? Ja. Da ist noch einer. Bleib bei mir. Es sind ziemlich viele Animus. Was zur? Wie viele gibt's denn davon? Bleib bei mir. Tja. Du warst nicht der Einzige, der sind... Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond! Einfach den Mund halten. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Ernsthaft? Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Ich glaube, er konnte ein bisschen so sehen wie... Na, das war ja klar. Ein Assassin. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Oh shit. Muss ich jetzt kämpfen? Oh! Und hier kämpft man gleich mit ganz anderen Animationen. Ach, komm schon! Oh boy! Aua. Aua. Nicht zu hauen. Aua. Der ist nicht so stark, ne? Der Desmond. Der ist ja noch nicht so... Ich hau... So. Woher kann der so kämpfen? Aber gut, vielleicht war er ja Kampfsportler oder sowas. Abstergo-Polizei hier oder was? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Und warum blutet sie? Wir sind fast da. Tür zu. Und Abfahrt. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist?
Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Mhm. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Oh, okay. Alles klar. Irgendwie hat das Spiel hier so... Lucy! Du hast es geschafft. Kann es sein? Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay. Dann. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay, dann gehen wir nochmal zu Sean Hastings. Hey, was ist Sean. Denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Bitte was? Arsch. Mag ihn nicht. Mag schon nicht. Irgendwie sind wir jetzt in einer ganz anderen Welt. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Okay. Dann ab in den Animus. Nur wie? Hallo? Ah, hier. Abfahrt.
Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Warum muss es mit der Blutbahn vermischt sein? Oh. Oh, Aktion beendet. Uplay. Hallo. Republik Florenz. In Firenze. Hier ist die Farbe wieder normal. Komisch. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Bitte was? Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Jungs sind Jungs. Gut, dann müssen wir wohl die Patzi-Männer verhauen, ha? Huh? Oh, ist gleich ganz anders aus, ey. Hör mal zu, das ist ja so krass, wie sich das Spiel jetzt gewandelt hat. Einmal ins Gesichtle. Eins, zwei, nein. Und da, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Kommt und holt mich. Ich hau dich in Stücke. Da, mach mal einen Abgang, Junge. Der will halt nicht aufstehen. Hey, hinter dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Gute Frage. Wow. Da war die Maus ein bisschen zu schnell für mich. Au. Wir hauen alle um. Oh, das war in die Klöten. Au. Hey, Kumpel. Na, komm. Ach, man kann schon kontern, wie gut. Das war ja beim ersten Teil noch nicht so. Ein weiterer Jünger von Galens Lehre. Alter, der... Oh, das war ja der Bud Spencer-Move. Hey, Junge, komm her. Ah. Au. Na? Und Kopfstoß. Oh, nochmal drauf treten. Oh boy. Zurück! Nicht mit mir. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin.
Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja, bestimmt. Ach ja, das ist ja auch so schön, dass man jetzt auf einmal plündern kann und so. Ach, hoppala. Da musste ich jetzt aber gerade echt aufstoßen. Das ist aber abgefahren, wie sich das... Wie viele Inhalte plötzlich dazugekommen sind. Guck mal. Plötzlich gibt's eine Währung und sowas. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ja, so wieder recht. Achso, mit ihm muss man dann wahrscheinlich auch reden. Hey. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Was? Wie? Was? Mit wem? Warum? Hä? Okay. Auf geht's. Abmarsch. Das ist das? Okay, und das ist Schnellsprung. Federico Auditore. Na, das ist aber wirklich mal reiß. Alter, jetzt müssen wir hier auch noch springen lernen, oder was? Oh, es ist so schön. Diese Welt ist einfach so schön. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Und so entstand die Narbe. Die auch Desmond hat, ne? Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, Trinita, wohin? Zum Dach dieser Kirche. Ich sehe natürlich nichts durch ihn. Aber machen wir. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Meinst du? Komm, du Schildkröte. Bis zum Dach, hat er gesagt. Was glaubt denn der? Dass ich das nicht hinbekomme oder was, Junge? Ich war schneller. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Lass mich doch erstmal meinen Sieg genießen. Ah, die Musik ist toll. Oh. Der Florentiner Dom. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play. Jetzt auch nochmal ganz offiziell. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Nachttrunk. Der schöne Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Ach ja. Okay. Achso, wir müssen erstmal synchronisieren. Gut, dass ich nicht mal springen durfte. Das wäre nämlich ganz doof gewesen. Ganz doof. Ja. Genau. Abflug. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Mhm. Die haben alle Corona. Okay, ich bin gesucht und geliebt. Gesucht und geliebt. Es gibt Verstecke.
Ah, hier. Also sind wir schon da. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Das klang falsch. Komm her. Oh, Ezio. No. Du musst pauen. Ezio. Nicht, dass der Vater hochkommt. Oshmul. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf. Mach ihn fertig. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Wir haben nichts gemacht. Ich bin ganz lieb. Ich gehe auch zur Beichte. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe oder das? Bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Und jetzt laufen hier noch die Pastis rum. Oh, das ist nicht so cool. Konnte ich mich verstecken? Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Jetzt werde ich von allen gesucht. Scheiße. Aha. Noch. Er ist weg. Hier ist er auch nicht. Wie wird man euch finden? Ihr müsst fliehen, beeilt euch! Die Rennen sind jetzt verfügbar. Sehr schön. Oh nein. Du dumme Sau! Mach, dass du wegkommst! Alles klar. Will zuhauen? Idiot! Ciao. Au. Au. Vater, du, Vater, sorry. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Erstmal vom Arsch. Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Das machen wir doch sehr gerne, Vater. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Das machen wir doch sehr gerne. Guti, dann Abmarsch. Sollte ja jetzt gar kein Problem sein. Das ist zum Glück nur ein Fußmarsch. Ist nicht so weit. Mal schauen, ob wir es schaffen, pünktlich. Entschuldigung. Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Und der Arno ist bei Castel San Angelo. Kommt, Freunde. Natürlich habe ich das. Noch ein Was könnte unser Mann sein? Ey. Kotz mich nicht an, ja? Immer diese Patzi-Kinder. Ja, genau. Bubu. Die meinen jetzt alle auch Bubu. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay. Zu Giovanni zurückkehren. Machen wir Abfahrt. Liebe Freunde,
Hände. Meine Waren sind gut. Die ah, stopp. Ah, irgendwie die Maus ist ein bisschen flott hier fürs Spiel. Weil wenn ich einmal mich zu stark bewege, bin ich wieder auf der ganz anderen Seite vom... Kommt, Freunde. Also mache ich einen 360. Ja, genau. Adalas ist tatsächlich... Wird bis heute noch verwendet. Glaubt man gar nicht, ne? Adalas ist eine eigentlich gar keine so schlechte Methode, weil... Das hilft dem Blut dann doch nochmal, sich so schön zu regenerieren. Ja, ein bisschen. Tada! Schön weiterarbeiten. Biskero! Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Oh oh. Das klingt nicht gut. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Doch ein sehr einflussreicher Vater. Boah, bevor wir aber hier jetzt gleich in eine Missionswut austicken, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao.